Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Haus des Geldes, Freunde. Wir sind angekommen bei Episode Nummer 5. Nummer 5 ist richtig, ja. Und, Freunde, ich würde sagen, wir schauen auch direkt hinein. Noch kurz die Information, wie ihr das Ganze gucken solltet. Freunde, ganz einfache Antwort. Regie können wir kurz umschalten. Danke. Ihr habt jetzt hier, mein Video ist jetzt eins von Mois. Stellt euch vor, das ist meine Naruto-Reaction, die ihr gerade guckt. Doppelrechtsklick, Freunde. Bild im Bild und schon ploppt hier unten unter meiner Facecam das Video hier in klein auf. Das könnt ihr beliebig groß und klein ziehen, wie ihr wollt. Dann klickt ihr hier auf Netflix oder auf euren Streaming-Anbieter, wo ihr schaut, Freunde. Zack, hier drauf. Habt meine Facecam, packt sie oben rechts, unten rechts, oben links, unten links hin oder auch in die Mitte, whatever. Und dann werde ich gleich, wenn ich hier Naruto bei mir schaue, auf Play drücken. Und dann habt ihr ganz easy einen vorwärts- und einen rückwärts laufenden Timer, dass ihr easy peasy lemon squeezy mit mir zusammen die Folge schauen könnt, Freunde. Und dann würde ich sagen, schauen wir rein, Freunde, bei Folge 5. Falls ihr die restlichen Folgen verpasst haben solltet, ganz easy, Freunde, oben im Ease eine Playlist mit allen Folgen. Würde ich sagen, drücken wir auf Play, Freunde, ja. Die Folge geht 49 Minuten und 9 Sekunden. In 3, 2, 1, go. So. Die Szenen sehen so krass gut aus, auch mit dieser Musik. Da wirklich nochmal Props einfach. Gerade die Musik macht es aus. So, was ist jetzt da drin? Koffer. Koffer. Und was ist in den Koffern? Okay. Ich sag mal so, es wäre jetzt für mich persönlich kein großer Verlust gewesen, ja. Aber gut, dass er überlebt hat. Aber was ist in den Koffern? Beziehungsweise sind eher so kleine Schließfächer. Die Zeit läuft gleich ab. Okay. Okay. Oder die kommen mal mit so Bazookas mäßig, Alter. Bruder, mit einem Hubschrauber sind sie einfach am Start auch noch.
Oh, die Musik ist episch. Die Musik ist episch, Mann. Boah. Oder. Oh, sieht so episch aus. Es sieht so episch aus einfach. Ich habe ein bisschen mit echten Panzern gehofft. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Ich hätte da gerne einen richtigen fetten Panzer gesehen, Alter. Denver in sehr knappen Neopren. Kleidungsstücken gefällt mir, muss ich sagen, ja. Bruder, er sagt Waisenkind zu ihm. Es müssen irgendwelche Dokumente sein. Irgendwelche Dokumente, die sie nicht wollen, dass sie veröffentlicht werden. Wisst ihr, wie ich meine? Jo, sieht einfach so heftig aus. Sieht so heftig gut aus. Ey, er wird es vielleicht gleich wirklich machen. Und dann geht selbst raus. Hey, er stirbt gleich. Wie dumm. Nein, 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 nein. Ey, wenn, das kann so jetzt nicht enden. Das kann jetzt so nicht enden. Nein, hast du nicht. Ja. Dachte ich mir schon. Boah. Okay. Wir sind noch nicht ganz safe, Leute. Noch steht Denver da draußen. Oh. Alter, was für des Wortes, Mann? Kuss an Denver, Alter. Hitzkopf, aber er ist gerettet noch. Ach, Leute. Da geht der Kuss raus an Denver, Leute, hä? Ich hatte echt kurz Angst, dass er jetzt stirbt einfach. Er hätte einfach sterben können jetzt, wisst ihr, wie ich meine?
Ach, Bruder. Der schöne Anzug. Oh, finito. Ha. Wir hatten kein Intro, diese Folge. Leute, was ist da los? Die sah sehr schön aus. Fuck, die haben jetzt halt mit Rio noch einen Trumpf in der Hinterhand. Ah, jetzt kommt das Intro. Digga, 9 Minuten oder so, dann kommt erst das Intro, okay. Die haben halt mit Rio jetzt einen Trumpf noch in der Hinterhand. Das ist das Problem, was wir haben, Friends. Mal sehen. Mal sehen. Aber bis jetzt schon mal gut. Ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwelche Dokumente, schmutzigen Geheimnisse und sowas drin ist, so Pentagon-mäßig. Mal sehen. Ich bin ready, Leute, ich bin ready. Gewagt? Gewagt? Ist ein bisschen Real Talk, ja? True. Das ist. Nee, Jungs. Also jeder wie er will, aber so funktioniert Biologie auch nicht ganz. Halte ich für ein Gerücht tatsächlich. Also ich habe auch noch nie auf der Toilette. Hensicke, gefällt das so übel? Er hat das Ganze jetzt so. Okay, ich mag ihn trotzdem, aber er sagt ein paar weirde Sachen und die sind teilweise wirklich frauenfeindlich. Aber bringt ein bisschen Spaß und sowas in die Gruppe mit rein. Deswegen akzeptiere ich das. Oh, was nur einmal ausgespült? Ich spüle immer zwei, dreimal aus nach dem Zähneputzen. Oh ja, es war klar. Hey, es war klar. Aber weißt du was, ich gönn's den beiden. Ach so. Ja, okay. Bum bum, ciao. Aber trotzdem, ich gönn's den. Ich gönn's den.
Och Mann, tut mir Helsinki ein bisschen leid. Guck ihn dir an. Och Mann, jetzt tut er mir leid. Jetzt tut mir ein bisschen leid. Und damit fühlt sich Helsinki auch ausgenutzt. Oh nein. Oh. Ja, ach Mann. Freunde, es ist wieder Zeit für Ehren Nairobi. Ehren Nairobi. Hey, was eine geile Lampe. Bruder, was eine geile Lampe. Ey, ich will mir meine Schlafmaske kaufen. Ich glaube, Schlaf mit Schlafmaske ist übel angenehm, Alter. Weiß nicht. Ich glaube, ich hole mir sowas, Freunde. Ich glaube, ich stehe da drauf, Alter. Es muss so schlimm sein, wenn man nicht weiß, was real ist und was nicht. Und was passiert ist. Real Talk. Oh, er wird umkippen. Ich bin nach meiner Weisheitszahn-OP fast umgekippt. Ich war voll Narkose, bin aufgewacht, bin hochgegangen und bin im Wartezimmer fast umgekippt, Bruder. Ey, Nairobi! Ehrencharakter! Lieblingscharakter! Leute, ich würde gerne mitmachen bei sowas. Drei Wochen. 4 Stunden, Bruder. Was ist das? Was geschieht? Was geschieht? Hoi. Hoi. Ey, wie kann man Nairobi nicht lieben, Alter?
Nairobi ist die ehrenwerteste Frau der Welt, Mann. Ich liebe sie, glaube ich. Oh, ich würde gerne meine Hand da reinlegen. Eine Million, Bruder. Holy shit. Ja, fast so viel, wie ich auf dem Konto habe. Not bad. Ja, selber schuld, wenn ihr zu den Guten gehört. True. Fürs Erste. Fürs Erste. Man hat halt die ganze Macht. Man hat unvorstellbare Macht in den Händen. Unvorstellbar, schätze ich mal. Und nicht einschätzbar, at the same time. Nobody knows. Ja. Ey, wenn man wirklich mal wüsste, was alles hinter den Kulissen abgeht, Mann. Das ist echt krank, glaube ich. Ich bin nicht informiert, informiert mich. Hallo. It's no way. Hallo? Leute. Macht jetzt, geht jetzt. Hey. Oh, die ist so eklig. Drei Gramm. Hey.
Ich schwör's euch, die ist echt wie so ein Anime-Charakter. Die ist echt einfach wie ein Anime-Charakter. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht finden soll, dass sie so überzeichnet ist. Aber sie ist auf jeden Fall extrem unsympathisch einfach. Ey, ich würde die gerne ein bisschen treten. Ich würde die gerne ein bisschen treten. Ich weiß nicht warum, Freunde. Ich würde die gerne ein bisschen treten. Es ist voll der alte Flashback, Mann. Boah, ey, es ist schön, Oslo und Moskau wieder zu sehen, ich sag's euch. Huch. Ach Leute, es ist so schön, alle wiederzusehen an einem Tisch. True. Och, ey, true. Zusammen raus. Das sind halt so Berlins Prinzipien. Ey, es ist so schön, alle wieder zu sehen gerade. Boah, Leute, das ist so ein schönes Bild gerade. Ja. Das Leben kann schön sein, Leute. Oh nein, ich will es gar nicht sehen. Ich will das gar nicht sehen. Lass deine Augen zu, bitte lass deine Augen zu. Ich will es gar nicht sehen. Ich will es nicht sehen. Okay, es geht, glaube ich. Das ist da sehr wenig, glaube ich, oder gar nichts. Ja, sehr, sehr wenig. Boah, im Auge was zu haben, ich stelle mir das echt immer noch so schlimm vor.
Ich kann das gar nicht glauben, Mann. Im Auge, Leute, boah. Im Auge. Das ist halt aber eher was Negatives sogar. Ich weiß nicht, Mann. Das wird noch ganz mies. Das wird noch ganz, ganz mies. Die werden ihn richtig mies einsetzen. Ich hoffe einfach, boah. Ich hoffe einfach, dass das irgendwie klappt, Mann. Boah. True. Huch. Er kann auch ein bisschen Urlaub machen. Illegal. Illegal. Ja, anschnallen, Ehrenmann, Alter. Ehrenmann, muss ich sagen, ja, Ehrenmann. Belastend, Bruder, belastend. Reiß dich raus, Bruder, schnell. Hör auf zu reden. Hör auf zu reden. Jetzt hat er sich in was reingeritten, wo er nicht mehr rauskommt, Leute. Jetzt muss er. Er hat den Finger gegeben, jetzt muss er die ganze Hand direkt anbieten, Alter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ey, der Soundtrack in dieser Staffel ist noch mal um einiges besser als in der letzten Staffel, muss ich ja mal sagen, ja? Man muss auch sagen, er ist wirklich einer der größten Ehrenmänner auch einfach.
Really Talk. Ja, sie will die so ein bisschen in Verlegenheit bringen. Buhu. Huch. Ach man, sie lässt sich catchen. Sie lässt sich catchen. Sie lässt sich catchen. Hör doch auf. Alle in den Kofferraum, Freunde, ich muss nur ziehen. Ja, aber sie. Warum lässt sie sich auch catchen, Mann? Warum geht sie denn drauf ein? Mann, du weißt es doch besser, Raquel, Alter. Du weißt es besser. Jetzt guckt sie wieder so. Ich glaub's nicht. Nicht unter Druck setzen lassen. Ja, wessen Schuld ist das, Raquel? Ja. Real Talk? Real Talk ist so. Natürlich ist es so. Es ist so, natürlich. Real Talk. Ja, Raquel, ich mach nicht die Augen groß. Natürlich bist du die Schwachstelle so. Ist doch obvious. Sie weiß so gut wie alles über dich und nichts über den Prof. Ey. Ja, der wird auch mal angreiflich. Der wird auch mal Zeit. Nee, aber Real Talk, natürlich ist Raquel die Dumme gerade. Ich spuck auf sie, Leute. Ich spuck auf sie. Ey, jetzt habe ich gesagt, jetzt ist raus. Oha. Bruder. Ich würde ihm die Fingernägel einzeln rausreißen, Bruder. Das ist so eine heftige Foltermethode. Falls ihr mal jemanden foltern wollt, Leute, hier kostenloser Tipp. Oh nein, ich sehe schon kommen. Er will ihn schlagen mit dem Stock und trifft die Person neben ihn.
Oh, zeig sie ihm bitte. Zeig sie ihm. Oh, jetzt? Bitte, bitte, bitte. Oh ja. Oh. Oh, Befriedigung, Leute. Oh. Der hat ihn daneben getroffen, einfach. Huch. Och Mann, jetzt spielt er wieder die Karte aus hier. Ich weiß nicht, wie kann man. Ist auch lustig. Ja, bisschen. Ja, er ist halt auch Hitzkopf-mäßig unterwegs, ne? Aber bei dem Typen wäre ich auch ausgetickt. Den Typen hätte ich hätte ihn angepisst, also wirklich angepisst, glaube ich. Ich hätte auf ihn gepisst. Das ist fies. Ey, wenn er hätte. Ja, würde er im Leben nicht machen. Würde er im Leben nicht machen. Mann, jetzt ist er wieder ein Arschloch einfach. Ehrenlos. Real Talk.
Und sie hat doch noch eins, deswegen. Wunderpunkt. Wunderpunkt. Ja, der Point geht sowas von ein Nairobi, Bruder. Ey, Palermo ist so ein Rätselding, Mann. Erstmal gut und mal will ich ihn richtig in die Fresse hauen und manchmal sage ich, ey, ich mag dich, Bruder. Ah, das war natürlich das Ende der Folge. Dammit. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ey, wie gesagt, Palermo ist noch so ein Ding, was ich noch nicht ganz checken kann, ey. Manchmal sage ich, Bruder, du bist der größte Wichser der Welt. Und manchmal möchte ich ihm einfach einen High Five geben und sagen, Bruder, du hast uns gerettet gerade, so weißt du. Das ist so ein bisschen complicated. Aber auf jeden Fall, ich muss sagen, Nairobi ist mein Favorite Character. Ehren Nairobi, deswegen habe ich aber auch ein Gefühl, dass Nairobi sterben wird, weil sie zu sehr gepusht wird. Sie wird so auf ein zu hohes Podest gehoben vom Feeling her. Wisst ihr, wie ich meine? Sie wird auf ein zu hohes Podest gehoben. Und ich kann mir vorstellen, gerade weil sie auch jetzt so viele Momente hat, wo sie die starke, gute Frau ist, die bam, bam, bam alles rettet. Ich kann mir vorstellen, das ist oftmals so bei Serien wie Grey's Anatomy oder so, die ich tatsächlich auch sehr gerne schaue, dass ein Charakter kurz bevor er stirbt nochmal so zwei, drei Folgen hat, wo er richtig glänzt, wo er richtig viel Screentime hat, wo es richtig viel um ihn geht, wo man richtig viel erfährt, bla, 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 bla. Und dann auf dem Höhepunkt, boom, werden die nochmal gestorben, ja, werden die ausradiert, sodass sie nochmal richtig ausgedrückt werden mit allem, was der Charakter zu bieten hat und dann tot. Ich hoffe, dass es einfach nicht so der Fall ist dieses Mal und ja, ey, was soll ich sagen? Stabile Folge, sehr, sehr viel passiert wieder, sehr, sehr viel passiert. Die Anfangsszene hat mir sehr gut gefallen, Mann. Und allgemein, die Musik wollte ich nochmal hervorheben. Musik ist wirklich krass gut in dieser Staffel, ja. Deswegen, nice Folge. Wir sehen uns, Freunde, auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt Bock. Und dann würde ich sagen, habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh natürlich. Hey, Freunde, ja. So wie immer. Und.